Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Ja, der Start ist etwas merkwürdig heute. Wir starten nämlich mit einem Pausescreen, weil ich das Gefühl habe, dass gleich eine Cutscene kommt. Wir sind nämlich jetzt auf Weg in Ariels Bude und da könnte es sein, dass der Dreizack, den wir letztes Mal gefunden haben, irgendwo hinpasst und irgendwas aktiviert. Okay, gut, es ist keine Cutscene. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht Pause drücken können. Okay, aber jetzt können wir dieses Ding wahrscheinlich irgendwie aktivieren. Jetzt kommt die Cutscene. Na, was passiert jetzt? Ariel, du hast wieder nicht gehorcht. Was macht er hier? Du Das ist solltest doch meine. den Mein Palast nicht Unterschlupf. verlassen. Na toll, wir wurden verpetzt von Sebastian. Vater, nein! Wie konntest du? Oh Mann, nur warum hat er das gemacht? Er hat mit Dreizack kaputt gemacht. Hätte er nicht was anderes kaputt machen können? Der Truhe oder so? Junger Mann. Du bist nicht aus einem anderen Ozean. Du bist aus einer anderen Welt. Hä? Dann bist du der Schlüsselträger. Woher weiß er das? Woher wissen Sie das? Du magst Ariel täuschen, mich nicht. Du kannst ja nicht mal mit deiner Schwanzflosse umgehen. Hallo? Als Träger des Schlüssels solltest du wissen, niemand darf sich in Angelegenheiten anderer Welten einmischen. Natürlich weiß ich das, aber... Du hast diese Regel verletzt. Jetzt werden wir atomisiert. Der Schlüssel stört den Frieden und bringt den Untergang. Das würde Sora nie tun. Echt mal, ich bin voll nett. Ich danke Meistens dir jedenfalls. Für die Rettung meiner Tochter. Aber in meinem Ozean ist kein Platz für dich und deinen Schlüssel. Wow. Wie gemein. Was jetzt? Soll ich jetzt gehen oder was? Ich habe hier auch noch keinen Speicherpunkt gefunden, außer dieses an der Muschel am Eingang. Oh nein, und jetzt wird sie bestimmt angegriffen. Ich wusste, dass das Arena ist. Oh nein, diese scheiß Aale oder Muränen. Das arme Kind leidet solche Qual. Schade. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Ihr könntet weggehen oder schwimmen. Vielleicht kann sie dir nützlich sein. Genau. Vielleicht kann sie dir nützlich sein. Über wen sprichst du? Oh, sie würde dir sicher helfen. Sie könnte all deine Träume wahr machen. Ursula kann helfen. Oh nein. Du hast gerufen, meine Liebe. Sie sieht ja so vertrauenswürdig aus. Ich habe mich gefragt, ob... Ganz ruhig. Ich bin von Natur aus hilfsbereit. Lass mich raten. Du möchtest dir gern andere Welten ansehen. Also das lässt sich einrichten. Schließlich stammen ja deine neuen Freunde auch aus einer anderen Welt. Was? Immerhin hat sie ihre Originalstimme. Diesen mysteriösen Schlüssel. Ach, herrje. Kopf hoch, Schätzchen. Du hast auch etwas Besonderes. Jetzt hör gut zu. Oh je. Oh nein. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich jetzt mal in dieses Idyll schwimmen sollte. Aber höchstwahrscheinlich schon. Ich meine, da sind sie ja gerade gewesen. Ich weiß nicht, ob sie da gleich noch sein werden. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, da ist das Loch. Vielleicht sollte ich vorher noch ein bisschen trainieren. Das sage ich immer, ne? Aber ich will euch ja auch nicht damit langweilen, dass ich hier irgendwelche Quallen zerkloppe die ganze Zeit. Ja, doch immer dasselbe. Oh, ja, vor allem jetzt ist Ariel nicht mehr bei uns, sondern Goofy. Das möchte ich jetzt erst. Och Mann, Ariel, lass dich nicht auf die falsche Seite ziehen. Sieht mir voll brutal aus, wenn ich diese schlage. Oh, ich habe Aero. Nice, Donald, danke. Vor allem, wie das Bild von Donald aussieht. Der hier sieht so aus. Vor allem, es dauert ja auch 2 Millionen Jahre, bis man mal ein Level erreicht. Also. Ich versuch's jetzt halt, ob es nicht geht. Kann man da wieder wegschwimmen? Hey, hier war sie doch gerade. Hallo. Hallo.
Wo soll ich denn hin, wenn nicht hier hin? Tadan, tadan, tadan. Hm, na gut. Dann gehe ich halt wieder. Wenn ihr mich hier nicht wollt. Vielleicht sollte ich nochmal zu Triton schwimmen und ihm sagen, dass er ein ganz schön doofer, gemeiner Typ ist. Hm. Ich mach das mal. Ich meine, sonst waren wir nur einmal da. Das wäre auch komisch. Cutscene? Ich glaube, das Schlüsselloch, das sie suchen, ist irgendwo im Palast. Wenn du mich dorthin bringen könntest, meine Liebe, ohne dass dein Vater davon erfährt. Oh mein Gott. Ich dir diese anderen Welten, nach denen du dich so sehnst, eröffnen. Oh je, das geht nicht gut aus. Vielleicht gibt's Tentakelfight mit Ursula. Was macht er da eigentlich? Was sagt er da? Hodo, 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 Hodo? Hodo, Hodo! Apropos, ab April ist auch wieder Hodo-Zeit, ne? Was ist er denn jetzt da? Das sollte er nicht von dem Geist angreifen. Oh, ist ja blöde. Okay, der ist weg. Hier bin ich letztes Mal auch nicht durchgeschwommen. Oh, da ist der weiße Triotech. Nice. Ich glaube, pro Welt gibt es eine, kann das sein? Cyanidstein. Eine große Qualle ist da auf jeden Fall noch. Immer wenn er so lange Aua sagt, ne? Das erinnert mich jedes Mal an Endgegnerkampf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube an den ersten vor allem. Der erste war immer noch das Schlimmste da, wo ich mich erholen musste. Mein Gott. Das war ein Trauma. Mittlerweile geht das ja meistens, aber ich weiß ja auch nicht, was jetzt gleich auf mich zukommt. Teilweise hatte ich auch einfach nur Glück. Deswegen. Wir sind jetzt auch Level 31, 29 und 34. Goofy ist immer so super weit. Was ist denn das? Oh mein Gott, was ist das? Es hat einen Mund, der riesig ist. Jetzt fliegt es weg. Was ist das? Warum geht es jetzt weg? Nein, ich bin zu weit weg. So. Es ist auf jeden Fall noch da und es kann sterben, glaube ich. Wow. Vielleicht ist das auch sowas wie die Dicken in den anderen Welten. Der war echt groß, Mann. Oh mein Gott. Tritons Gemach, glaube ich, stand da. Vor allem das Schloss sieht echt billig aus, so pappmäßig im Hintergrund aufgestellt. Aha, der Dreizack ist mein, endlich. Na, super. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft, meine Liebe. Ursula, nein! Das wollte ich nicht. Das ist ihr doch egal, was du wolltest. Willst du ewig unter der Fuchtel deines verehrten Herrn Vaters stehen? Oh ja. Die sieht aus wie ein Ballon. Eine Abmachung, nicht wahr? Zeit für einen kleinen Abstecher in die finstere Welt der Herzlosen. Wow, bester Ausflug, EU-West. Das Schlüsselloch ist nicht hier. Was? Oh, wir bekommen Gesellschaft. Ihr kommt leider zu spät, meine Süßen. Oh nein, ist jetzt hier ein Bossfight? Vor allem, er sieht aus, als würde er gleich sterben, ey. Wir müssen ihn zurückbekommen. Kommt, gehen wir. Wartet, ich komme mit euch. Mein Vater ist verletzt und das ist meine Schuld. Ja, du bist ja auch blöde, ey. Mhm. Ganz recht, ich werde dir folgen, Ariel. Hm? Ach so, jetzt müssen wir wieder aussuchen, wer mitkommt. Okay. Goofy, Donald. So. Hoffen wir mal, dass Ariel mit ihrer Mega-Schelle da ein bisschen regeln kann. Der Zauberkessel verleiht Ursula übernatürliche Kräfte. Um Ursula zu besiegen, musst du mit Magie ihren Zauberkessel vernichten. Mit Magie? Okay. Das kann ich, glaube ich, machen. Oh,
Muss aber mal gucken, ob ich mal wieder AP dazu bekommen habe, ne? Ich weiß ja nicht, ob mir das so angezeigt wird. Wenn, dann kriege ich es immer nicht mit. Geh tot, Qualle. Oh, Ariel hat Donald geheilt. Die erinnern mich halt auch so an Quabbel. Also an das Pokémon Quabbel. Was auch nicht schwer ist, weil Quabbel ein Quallen-Pokémon ist. Du entkommst mir nicht, Qualle. So, wenn der Kampf jetzt vorbei ist, gucke ich mal nach den AP. Abilities. Nein, ich habe leider immer noch einen. Ariel hat 0, logischerweise. Ich glaube, die kriegen auch nie was dazu, ne? Ja, Donald hat schon alle. Goofy hat auch keine AP. Ja, denn... Vor allem jetzt haben wir gerade groß springen irgendwie gelernt und jetzt schwimmen wir die ganze Zeit. Das ist irgendwie traurig. Diese Säulen. Ach ja. Diese Musik. Das wäre so großer. Die sind voll cool irgendwie. Die sind aus wie ein Anglerfisch so ein bisschen. Mit einer Riesenfresse. Und ich weiß aber nicht, warum die drei Dinger da unten rumhängen. Oder die zwei jetzt in dem Fall. Irgendwann kapseln sie sich auf jeden Fall ab. Ach so, die werden so wegtorpediert. Oh, Ariel hat ein Level abbekommen. Sehr nice. Sieht man eigentlich irgendwo, wie viele Level oder Punkte man noch braucht, um aufs nächste Level zu kommen? Aua. Ja, so, der ist down. Vielen Dank, hat er gesagt. Ist immer schwer, ihn zu verstehen. So, ich gucke mal. Ich glaube aber nicht, dass da was steht. Tagebuch, Status. Vielleicht Status? Nächstes Level ab 427. Oh, das ist aber schaffbar. Wie viele Punkte bekommt man denn immer so? Obwohl, es sind immer nur so 15 oder so, ne? Da habe ich nochmal. Ich brauche nochmal so einen großen. Da kriege ich bestimmt viele EP. Oh, da ist der Große, den ich mir gewünscht habe. Damn, das bringt überhaupt nichts mit diesem blöden Blitzzauber. Die sind aber auch jetzt gerade am Rumdüsen. Der ist auch, glaube ich, nur so schnell wegen den Dingern, die da unten sind, ne? Sonst ist er ganz schön slow. So, ich achte jetzt mal ein bisschen auf die EP, die wir kriegen. Was macht der denn da immer? War das gerade ein Angriff? 30 Punkte. 400 brauchen wir, also 10 von den Großen. Meint ihr, das erträgt ihr, Leute? Ertragt ihr, Leute? Wow. Lieber nochmal feststellen hier. Also Feststelltaste mäßig. Wow, ist das schnell. So, jetzt ist er wieder slow. So, jetzt geht tot, Mann. Wieder 30 Punkte. Wup, wup. 30 P heißt doch Punkte, oder? Das ist doch so viel wie EP. Also für so einen kleinen hier kriegen wir 15 und für die großen 30. Mal gucken, ob das so ungefähr hinkommt. Jetzt nur noch 300. Also ich glaube, das ist noch im Toleranzbereich hier für den, fürs Let's Play. Also ich würde gerne noch ein Level mit Sora erreichen, bevor wir uns Ursula stellen. Und ich denke, das wird halt früher oder später jetzt gleich passieren, deswegen... Warum ist denn hier keiner mehr? Hier war doch sonst immer alles voll. Da, 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 da. Okay, so, jetzt gehe ich nochmal zurück zu Triton. So, spawnt, ihr lieben Gegner. Ich will einen großen. Need da EP. Oh, hier kommt gar keiner. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade erst war. Aber ich weiß halt nicht, wo ich hingehen kann, ohne dass ich die nächste Cutscene auslöse. Wo wohnt Ursula denn? Ist halt die Frage.
Sonst gehe ich mal in die Grotte da rein. Aber übrigens, wie soll ich hier eigentlich eine blaue Triotech finden? Also mal angenommen, hier ist irgendwo eine blaue. Wie soll das funktionieren? Hier ist gefühlt alles blau. Okay, ich gehe mal in die Grotte, weil ich glaube, da müsste ich jetzt... Da müsste ich ja nichts auslösen. Hoffe ich jedenfalls. Oh, da ist ein großer. Genau, was ich wollte also. Aua. Oh, da kann der Elektroattacke, die ordentlich was abzieht. Der dreht gerade, ist er durch. Ist halt die Frage, ob Elektro da überhaupt den viel anhaben kann, weil er so ein Elektro-Typ irgendwie ist. Der ist wie so ein Landturn, falls ihr Landturn kennt. Aua. So. Was ist eigentlich das hier? Oh, das. Achso, da war ich schon. Das ist eine Muschel, ne? So, wie viel ist es jetzt noch? Ich bin sehr ungeduldig. 227. Da kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Vielleicht mit den Quallen hier. Mal gucken, wie viel so eine dicke Qualle bringt. Boots. Der wehrt das immer ab, wenn er so angreift. Oh, was ist das? Das sah ja komisch aus gerade. So, 20 Punkte bringt so eine Qualle. Und so eine kleine. 8 Punkte, okay. Das ist, glaube ich, auch immer derselbe Wert. Also ist egal. Ich glaube, die Quallen haben auch kein unterschiedliches Level oder so. Wenn es eine Qualle ist, ist es halt eine Qualle. Ich geh nochmal hier hin. Oh nein, Cutscene. Nee. Oh, ich habe die ganze Zeit Angst, ne, dass hier irgendeine Cutscene passiert. Die Kleinen bringen uns halt nicht so mega viel, aber ich nehme die trotzdem mit. Kleinvieh macht auch Mist. So, was ist jetzt gekommen? Ja. So, eine Feuerkugel und so eine Qualle ist instant tot. So, hier kommen jetzt noch mehr Gegner. Da unten ist die Qualle. Donald hat das wahrscheinlich mit den Feuerbällen auch gerade erkannt und greift jetzt auch fleißig mit Feuerbällen an. Na, Level up, Level up. Wanna have a level up. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Das ist wahrscheinlich noch eine Qualle. Oh, doch nicht. Ich will so ein Diggi haben. Oh nein, noch nicht so dicke Quallen. Ach ja. Okay, was soll's. Ich glaube, bevor wir hier die Quallen zu Ende verprügeln, machen wir für heute mal Schluss. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall direkt am Anfang, denke ich mal, ein Level abbekommen. Hoffe ich jedenfalls. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch schon mit Ursula anlegen und mit ihren Zitteraalen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir schaffen das. Auf Anhieb. Wäre jedenfalls schön. Drückt mir dann die Daumen und ich hoffe, wo wir gerade bei Daumen sind, dass ihr auch dem Video einen Daumen nach oben gebt, dass euch das Ganze gefallen hat. Vielleicht ist auch ein Abo drin und dass wir uns dann in 2 Tagen wiedersehen. Bis dann, Leute. Ciao.